Mitten in den Hamburger Ferien wurde am Montag der Flugverkehr am Hamburg Airport lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Gähnende Leere am Hamburg Airport. Die Bildschirme zeigen 123 gestrichene Abflüge. Laut war es hingegen draußen vor den Terminals. Rund 300 Mitarbeiter aus den Bereichen Luftsicherheitskontrolle, Passagierservice und Instandhaltung hatten ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi will den Druck auf die unterschiedlichen Tarifpartner erhöhen. Wir haben einmal den Tarifbereich des öffentlichen Dienstes. Dort fordern wir mindestens 10,5%, mindestens aber 500 Euro. Da haben die Arbeitgeber bisher noch nichts wirklich Verhandlungsfähiges angeboten. Und am 27. März beginnen die nächsten Verhandlungen. Wir haben dann aber auch noch die Luftsicherheit. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen beim Einchecken dann nochmal alles prüfen. Und dort haben wir den Manteltarifvertrag gekündigt und fordern entsprechend verbesserte Zulagensysteme. Ankünfte waren von dem Streik nur teils betroffen. 55 der 121 für Montag geplanten Landungen wurden gestrichen. Auch in Hannover, Bremen und Berlin-Brandenburg wurde heute gestreikt. Doch Hamburg trifft es mitten in den Frühjahrsferien besonders hart. Wir haben uns nicht bewusst die Ferienwoche ausgesucht. Das ist so zufällig gefallen. Und Sie wissen ja auch, dass wir gleichzeitig an verschiedenen Standorten gestreikt haben, nämlich in Berlin, in Bremen und auch in Hannover. Dadurch haben wir natürlich auch einen anderen Effekt. Dass das in Hamburg gleichzeitig in die Ferienzeit fällt, ist bedauerlich, lässt sich aber eben manchmal nicht vermeiden. Und es sind letztlich die Arbeitgeber, die uns dazu treiben, weil die Angebote einfach nicht verhandlungsfähig sind. Bei den Hamburgerinnen und Hamburgern, die wir heute gefragt haben, stößt der Streik großenteils auf Verständnis. Wenn es mich selbst betrifft, finde ich es natürlich doof, aber absolut sinnvoll, wenn es Hand in Hand geht. Ich denke, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Also so diese ganze Krise wird irgendwie an die ganzen arbeitenden Leute abgewälzt. Also Streiken ist ein richtiges Recht, kann jeder in Anspruch nehmen. Ich sehe nur die Forderungen zu hoch, weil im Endeffekt müssen wir das auch wieder bezahlen und dann ist das, was sie sich erstreikt haben, nämlich 10 oder 15%, eigentlich wieder dahin. 24 Stunden soll der Streik am Airport dauern. Aufgrund dessen werden zahlreiche Umbuchungen am Dienstag und in den nachfolgenden Tagen erwartet. Unterdessen führt Verdi auch in den nächsten Tagen weitere Streiks durch. Dann ist das Gesundheitswesen betroffen.